Hi und herzlich willkommen zur dritten und wahrscheinlich finalen Folge von diesem Let's Build, in dem wir ein neues Haus für Alva und Ture und ihre Familie bauen in Aurora Skies. Falls ihr die ersten beiden Teile verpasst habt, könnt ihr oben rechts draufklicken und sie euch noch anschauen. Und wenn nicht, dann schaut jetzt hier gerne weiter, denn wir fangen jetzt an einzurichten. Ich zeige euch nochmal kurz hier so, wie es jetzt aussieht aktuell. Ich finde es, es ist super schön geworden. Es hat sowas farmiges, farmhaftes. Es hat was von der Farm. Ich bin eloquent heute. Ich finde es wirklich super süß geworden. Wir haben genug Platz, hoffe ich. Wir werden dann beim Einrichten sehen, wie gut das tatsächlich funktioniert. Ich muss jetzt hier nur gerade noch das einfärben. Und ja, wir haben genug Platz im Garten, wir haben genug Platz im Haus. Was macht dieses Fenster? Was machst du denn da? Wahrheitstrainer, was tust du hier? Man weiß es nicht. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich jetzt anfangen soll mit dem Einrichten. Ich habe keinen Plan gerade. Ich denke, wir fangen wie üblich mit dem teuersten an und haben dann kein Geld mehr für was anderes übrig, und zwar der Küche. Aber erstmal brauche ich Licht, damit ich was sehen kann. Ich baue jetzt hier einfach überall stupide in jeden Raum eine Lampe. Und dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Hier Gang, Badezimmer, Badezimmer, Büro oder was auch immer das am Ende dann sein wird. So, hier noch eine und dann hier in diesem Hauptraum, weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ich glaube, da werde ich erstmal Möbel hinstellen und dann gucken wir, wie wir das mit der Beleuchtung regeln. Okay, so, Küche. Ich kann jetzt natürlich auch nicht einfach hier so die billigsten Sachen hinstellen, weil Alva ist, sie ist ja jetzt Köchin. Nee, sie ist nicht Köchin. Nee, Emily ist jetzt Köchin. Alva ist schon lang Köchin. Ich bin komplett verwirrt schon wieder. Sehr traurig. Wo stellen wir das denn? Ich stelle jetzt... was ich damit sagen wollte, war, sie hat Ansprüche. Alva hat ihre Ansprüche. Und, boah, die Fenster sind schon wieder ultra kacke. Mann, muss ich da jetzt andere Fenster hinbauen, damit die Theke davor nicht vor dem Fenster steht? Das ist ja schon wieder richtig unschön. Aber okay, auch das kriegen wir hin. Wir kaufen natürlich jetzt auch keinen Billo-Herd, sondern wir kaufen diesen hier. Ich hätte gern den, aber der kostet halt wieder... Wobei... Oder machen wir den. Komm, wir nehmen den Festus, weil da ist der Unterschied ist jetzt nie so groß von den Kosten her, finde ich. Aber gefällt mir das, wenn das so ist. Wir werden sehen. Dann stellen wir noch Theken hin. Aber ich brauche jetzt am besten hätte ich eine, wo... am liebsten hätte ich eine, die hinten dann kein so ein Ding nach oben hat. Die hier zum Beispiel. Aber die finde ich zu modern. Ich möchte, dass es schon eher so ein bisschen Landhausstil ist. Deswegen nehmen wir die Theke Contra. Oder, was gibt's noch? Dann gibt es noch die hier. Aber ich glaube, ich möchte lieber die. Die gefällt mir irgendwie besser. Wobei ich diesen Swatch ganz schön fand. Ich brauche jetzt hier doch ein Licht, glaube ich. Sonst kann man hier gar nichts erkennen. Machen wir mal so. Nee, so. Genau. Passt. Ich fand hier gerade diesen Swatch ganz schön. War das bei der hier, ne? Ja, den finde ich super cool. Ich möchte ja, dass es so ein bisschen skandinavisch, minimalistisch, aber auch ländlich aussieht. Macht gar keinen Sinn wahrscheinlich gerade, was ich hier gesagt habe. so finde ich das ganz nett. Vielleicht, vielleicht möchte ich hier doch eher so noch ein bisschen Holzoptik haben. Wir schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Wir schauen einfach mal. Ich habe hier doch bestimmt irgendwo ein schönes weißes Holz. Holz, das hier zum Beispiel. Können wir so. Oh ja, finde ich gar nicht schlecht. Aber vielleicht hier oben eine andere. Ja. Ja, so. Oh. Oh. Das finde ich super schön. Oh, das finde ich gerade richtig, richtig schön. Mhm, mhm. Und dann möchte ich mir hier eine Kücheninsel hinbauen. Ich weiß das noch nicht gerade ganz genau. Bauen wir hier noch eine Theke hin. Und dann nehme ich einfach von demselben Dings hier die Inseltheke. Und das bauen wir dann... Nee, so rum nicht. So rum. Ihr werdet gleich sehen, wie ich das meine. Ich hoffe, dass ich das so umsetzen kann. Da habe ich ja beim letzten Mal schon gestruggelt, weil ich zurzeit im Küchentheken-Fieber bin. Und ich träume von einer eigenen Küchentheke. Ich glaube, ich komme langsam einfach in ein Alter, wo man von einer eigenen Küche träumt und von einem Thermomix und lauter so Späßen, die... Ja. Oh, und irgendjemand von euch hat mir auch verraten, wie das geht, damit das hier nicht ransnappt. Und ich habe gerade aber vergessen, wie. Ah, das war irgendein Cheat.
Es war irgendein Cheat. Aber ich kann mich nicht erinnern. Wir machen es auf die gute alte Art. Wir machen es auf die gute alte Art. Viel komplizierter, als es sein müsste, wie üblich. Aber so müsste es eigentlich auch funktionieren. Weil ich kann mich ums Verrecken nicht an diesen Cheat gerade erinnern. Das ist sehr, sehr traurig. Aber es geht ja auch so. Es geht auch so. Oder? Ist jetzt so ein ganz kleiner Spalt in der Mitte? Ja. Nein. Und gerade sage ich noch, es geht auch so easy. Gar kein Stress. Ja, ja, genau. Bauen wir das jetzt hier noch ein bisschen rüber und dann bauen wir das auch noch so ein bisschen über die Linie. Und jetzt sollte es aber klappen, hoffe ich. Oder? Kannst du da bitte ransnappen? Oh Mann. Oh Mann. Na, wieso geht das nicht? Ja, doch, doch, das hat gerade funktioniert. Ich habe gesehen, dass du hier rangesnappt bist. Ja, genau. Ja, wunderschön, wunderschön. Nein, komm jetzt mal, bitte. Funktioniere jetzt einfach. Ja, genau. Das finde ich sehr schön. Vielleicht machen wir aber die Lampe direkt hier drüber. Oder wir machen da... Nee, wir machen da direkt eine fancy Lampe über die... Ich finde, über Küchentheken, da hängen immer so fancy Lampen drüber. Oder? Ich bilde mir das gerade auch ein. Hier in der Farbe. Das finde ich ganz schön. Ja. Ja. Ich finde das gerade so schön. Ich weiß nicht, ob ihr meine Begeisterung gerade nachvollziehen könnt. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber ich bin gerade sehr begeistert. Und ich überlege, ob ich hier statt einer Küchentheke, ob das geht, dass ich da den Herd hinstelle und das trotzdem gut aussieht. Wahrscheinlich aber nicht. Ja. Doch, Moment, jetzt hat es gerade funktioniert. Es hat funktioniert. Ich bin gerade baff. Ich bin richtig baff. Ich meine, das steht jetzt hier ein bisschen raus. Das finde ich schade. Aber ich bin gerade überrascht, dass es überhaupt funktioniert hat. Ich hätte gerne nur... Ich möchte das gerne noch ein bisschen verändern. Kann ich hier die Herdplatte einfärben? Also nur die Herdplatte? Kann ich tatsächlich ultra gut? Ultra gut? Wow. Oh ja, das ist cool. Ich meine, ich finde es ein bisschen blöd, dass der Herd raussteht, aber ich glaube, daran kann ich jetzt nichts ändern. Nice. Nice, 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 nice. So, jetzt muss ich Fenster finden, die hier hinpassen. Das wird jetzt hier nochmal eine Challenge. Weil die halt einfach zu weit runtergehen. Da hätte ich auch dran denken können. Ich habe, glaube ich, sogar dran gedacht und dachte mir, das geht schon. Aber natürlich geht's nicht. Natürlich geht es nicht. Was nehmen wir denn da? Wir können hier jetzt auch so mit Blumen machen. Das ist bestimmt auch süß. Aber die gehen nicht so richtig zusammen. Und das finde ich dann auch schade. Was ist damit? Geht auch zu tief runter. Mann. Mann, 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 Mann. Komm, ich muss doch jetzt... Hier muss doch was zu finden sein. Was ist damit? Das geht auch zu tief runter. Ja, well, great. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Okay, was ist mit dem Wahrheitstrenner? Ja, ist jetzt nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt hatte, ne? Muss ich jetzt auch mal hier sagen. Sieht jetzt nicht ganz so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber... Nee, gefällt mir nicht. Sieht scheiße aus. Fuck. Ah. Wie mache ich das denn? Oder mache ich einfach das hier hin und scheiß drauf? Aber das ist halt echt hässlich, ne? Das sieht richtig, richtig hässlich aus. Was damit? Ha, ich bin unzufrieden. Ich bin chronisch unzufrieden. Ich wüsste nämlich genau, welche Fenster ich benutzen würde, wenn ich noch Custom Content oder mehr Custom Content im Spiel hätte. Und das ist gerade echt hart. Aber so finde ich es ganz nett, muss ich sagen. Ich finde das, ich glaube, damit kann ich leben. Ich weiß jetzt nicht, wie es von hier vorne aussieht. Komm jetzt, liebes Spiel, spack nicht. Aber es, nee, das ist, das muss jetzt einfach so gehen. Das muss jetzt einfach so gehen, weil ich finde, von innen sieht das ganz cool aus. So, baue ich jetzt hier noch irgendwelche Schränke dran oder lasse ich das so? Ich glaube, ich lasse das so. Ich hätte gern Deko. Ich hätte gern mehr Deko für meine Küche. Ich sehe es schon kommen, dass ich wieder eskaliere und ganz viel runterlade. Aber
Ich muss mich jetzt am Riemen messen. Das geht nicht so jetzt. Okay, wo bauen wir das Waschbecken? Das baue ich jetzt mal dahin. Und einen Rauchmelder. Wobei, ich glaube, der Herd ist eh feuerfest, oder? Aber wir bauen den jetzt trotzdem mal. Einfach, oh, eine Uhr. Ja, ich möchte eine Uhr. Ich möchte auf jeden Fall eine Uhr haben. Die hängen wir dahin. Oder die... Oh, ja, schön. Oh mein Gott. Oder doch hier rüber. Ich lasse sie mal da. Oh mein Gott, ist das süß. Oh, da ist noch eine Uhr. Die ist auch voll putzig. Oh mein Gott. Habe ich überhaupt in Sims schon mal irgendwann Uhren aufgehängt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich möchte die hier. Oh, die ist aus dem Store tatsächlich. Okay. Die hängen wir uns jetzt hier hin. Und dann kaufe ich jetzt keinen Rauchmelder, aber ich glaube, dass wir den tatsächlich nicht brauchen. Aber ich möchte gerne, dass sie ein bisschen eine andere Farbe hat. Und zwar so. Ja. Ja, schön. Oh, ich bin voll begeistert hier, wie sich das entwickelt. Und an sonstigen Gerätschaften lasse ich jetzt in der Küche, mache ich jetzt mal nichts, weil sonst geht uns wieder das Geld aus. Ich sehe es schon wieder kommen. Was wir noch brauchen hier allerdings sind Barstühle. Auf der einen Seite. Vielleicht die hier. Ich glaube, die passen da ganz gut dazu, ne? Ja. Ja. Aber in einer anderen Farbe. Die müssen natürlich weiß sein. Damit sie zu unseren Theken passen. Ja, so. Ah ja, gut, aber das karierte Muster, glaube ich, gefällt mir ganz gut. Ich glaube, das lasse ich. Schön. Das finde ich schön. Oh, ich freue mich voll. So, und jetzt brauchen wir einen großen Tisch. Einen sehr, sehr großen Tisch. Das ist wieder die Challenge, einen Tisch zu finden, der groß genug ist, ne? Und gleichzeitig aber nicht kacke aussieht. Schwierig. den hier. Aber das gefällt mir nicht, dass der Glas oben drauf hat. Ich glaube, den hier nehme ich wieder. Der ist halt sauteuer, aber da haben auch echt viele Leute drauf Platz. Also das ist, glaube ich, in Ordnung. Den stellen wir uns... Wo stellen wir uns den hin? Da, so, in die Mitte. Oder so. Mal gucken. Vielleicht stelle ich ihn später nochmal um. Und dann Stühle. Die hier. Die sind ganz süß eigentlich. Aber den finde ich eigentlich auch gut. Ich hänge jetzt hier erstmal noch eine Lampe auf. Hängen wir da jetzt nochmal dieselbe Lampe drüber. Ja, warum nicht? Habe ich das jetzt mittig da aufgehängt? Ja, okay, passt. Das ist doch nett. Das sieht doch nett aus. Welche Stühle soll ich jetzt bloß nehmen? Das ist so schwierig, Schubina. Entweder so. Oh, das ist schon süß. Oder so. Schwierige Entscheidung hier schon wieder. So schwierig. Aber ich glaube, ich nehme den rechten. So, jetzt brauche ich nur noch hier das Holz nochmal für den Tisch. Weil da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich da wirklich dieses helle Holz nehme. Weil das ist schon wieder so alpiner Weiß. oder vielleicht so. Ich glaube, das ist besser, ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich besser. Dann speichere ich den schon mal. Oh, jetzt haben wir schon mal eine funktionierende Küche. Und wir haben genug Platz zum Essen für alle. Wir sind schon weiter als bei Into the Future, wo wir nur 3 Stühle uns leisten konnten. Ich habe aber auch wieder die teuersten Stühle ever gekauft, ja. Also ich war schon wieder nicht so klug. Oh, ich finde aber die Lampe hier so ein bisschen aufdringlich. Die stört hier so ein bisschen mein Bild. Ich glaube, die muss wieder weg. Ich glaube, da hängen wir lieber wieder was Unauffälligeres hin. Und zwar die hier. Oder stört die denn? Ups, stört die denn auch so enorm? Ich finde, die stört weniger. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hätte gern was total Unauffälliges, aber das lässt sich wahrscheinlich nicht so gut realisieren. Schätze ich mal. Aber ich möchte vielleicht auch hier eine andere Farbe haben. Und zwar möchte ich das hier in weiß. Und das hier oben möchte ich gerne... Nee. So richtig reines alpiner Weiß möchte ich hier ausnahmsweise mal. Und dann hier schwarz. Ja. Ja. Oh, ich glaube, die muss ich dann in allen Räumen noch verteilen. Aber das mache ich später. Das müsst ihr euch dann nicht anschauen, wie ich die ganzen Lappen hier verteile nochmal. Okay, dann haben wir jetzt abgehakt. Küche, Essbereich. Das ist schon mal das Wichtigste. Dann möchte ich jetzt gern ein Badezimmer.
erstmal ein 1 fertig machen, das dann alle erstmal benutzen können, im Fall, dass wir uns nur 1 leisten können. Und dann nehme ich jetzt mal das Kleine hier drüben. Ja, dann nehme ich jetzt mal das Kleine hier drüben. Da werde ich jetzt auch nicht so viel Schnickschnack reinbauen. Gut, okay, die Fliesen muss ich ändern, weil die sehen richtig schrecklich aus. Dann nehme ich die oder die. Boah. Ich nehme die. Ja. Das ist doch schön. Die sind auch runtergeladen, aber ich kann euch nicht sagen, von wo. Ich kann es euch echt nicht sagen. Es tut mir super leid. Dann, Toilette. Nehme ich da jetzt eine teure oder reicht auch eine billige? Ich glaube, fürs Erste reicht hier die billige. Und als Waschbecken möchte ich gerne das hier. Ja. Aber das muss ich auch noch ein bisschen... Muss ich auch noch ein bisschen verändern. Warum hat das so eine Steintextur? Ich dachte, das wäre weiß. Nehmen wir jetzt einfach mal... Nee, das gefällt mir noch nicht. So. Ist mir immer noch zu gelbstichig. So ist okay. So ist das okay. Und dann, welches ist jetzt da diese Armatur und was ist... Ja, das passt. Okay. Aber ich nehme jetzt trotzdem das hier und dann... Ja, so passt es zusammen. Okay. Ich bin schon wieder komplett chaotisch. Das tut mir sehr leid. Aber ich komme nicht aus meiner Haut raus. Dann auf jeden Fall ein Spiegel. Oh, der ist schön. Den möchte ich gerne. Ja, den finde ich... Oh, den finde ich super schön. Haben wir jetzt auch einen Vorhang, der vor dieses Riesenfenster passt? Den hier? Ja, so machen wir das. So machen wir das. Vielleicht... In einer anderen Farbe. Nein, das war das Fenster. Mist. Übrigens, damit man diese Vorhänge verschieben kann. Ich bin immer noch am Fenster. Jetzt gib mir den Vorhang. Braucht man den Mod, damit man die so hoch und runter bewegen kann, weil das geht nicht. Oder zumindest geht es nicht mit allen. Soweit ich weiß, deswegen wollte ich nur kurz Bescheid sagen. Dafür braucht man einen Mod, falls ihr das auch machen wollt. So finde ich es gut. Ja, das finde ich sehr schön. So, dann ist unser Badezimmer quasi auch fertig. Vielleicht noch einen kleinen Teppich. Einfach damit es ein bisschen wohnlicher aussieht. Aber wir kommen gut voran, muss ich sagen. Wir kommen sehr gut voran. Was nehmen wir denn für einen Teppich? Der ist ja zu klein. Der ist ein bisschen sehr klein. Das hier finde ich schön. Ja, der gefällt mir. Ein bisschen näher an die Badewanne noch. Oh ja. Weiter weg, Lina. Ja! Oh, das finde ich super cool. Aber warum ist das Muster so komisch? Warum spiegelt denn das so? Das ist ja schrecklich. Das wäre der perfekte Teppich. Wenn das nicht so komisch spiegeln würde. Oh, das ist auch cool. Den finde ich auch cool. Ich meine, das hat jetzt nicht mehr viel mit skandinavischer Bescheidenheit und Minimalismus zu tun, aber der ist ultra schön. Wow. Wow, oh, habe ich das jetzt zweimal gespeichert? Smart. Sehr smart. Vielleicht nehme ich aber da eher sowas. Ach, nee, das finde ich richtig kacke gerade, dass der so komisch spiegelt dann. Oder nicht spiegelt. Was ist denn da das richtige Wort? Dass der so hell wird und so die Farbe verändert, je nach Winkel. Finde ich schade. Was ist damit? Ja, komm, am Ende wird es einfach der hier. Auch ein alter Bekannter. Aber man hat so seine Favoriten, ne? Man kommt da auch nicht so gut weg. Aber die Farbe gefällt mir nicht. Was nehmen wir denn für eine Farbe? Das hier vielleicht einfach... Ja, das finde ich gut. Das machen wir. Und dann... ja, okay, vielleicht brauche ich noch zwei kleine Deko-Gegenstände. Und zwar erstmal... Mal kurz die Wände hoch. Klopapier. Wichtig. Und dann möchte ich da in die Badewanne noch diesen Seifenspender. Das ist auch ein Mod. Also das Objekt ist eigentlich schon im Spiel vorhanden, aber dieser Mod bewirkt, dass man das als quasi als Duschgel oder als Badeschaum dann benutzen kann. Das heißt, wenn ich das da hinstelle, dann kann ich Schaumbäder nehmen. Das finde ich super. Okay, passt. Badezimmercheck. Badezimmercheck. Vielleicht ändere ich hier noch gleich die Lampe. Wobei, hier passt sie von der Farbe her super rein. Ich glaube, hier lasse ich die einfach so. Alles klar, dann haben wir jetzt schon mal ein funktionales Badezimmer auch. Supi-dupi-dupi. Was fehlt uns jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall Betten.
machen wir erstmal Alba und Ture. Und ich glaube, ich werde jetzt erstmal überall ein Bett reinstellen, damit ich sicher gehen kann, dass jeder ein Bett hat. Und ich glaube, Alba und Ture hatten... Welches Bett hatten die denn? Dieses hier, das Schlittenglöckchen-Doppelbett. Das hatten die. Genau. Stellen wir das da so hin oder stelle ich das hier so in die Mitte? Nee, ich stelle das vors Fenster, passt schon. Und was tun wir da für Nachttische dahin? Das hier vielleicht? Ja. Ja, das ist gut. Das finde ich gut. Ich wünschte nur, ich möchte gerne die Nachttische hier noch ein bisschen näher ranstellen. Weil die sind mir immer noch, die snappen zwar hier ein bisschen an die Seiten, aber die sind mir immer noch zu weit weg vom Bett, ehrlich gesagt. So gefällt mir das schon besser. Ja, viel, 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 viel besser. Lass ich das Holz so? Ist das dasselbe Holz überhaupt? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Aber ich möchte hier die Bettwäsche gerne ein bisschen dezenter haben, weil die ist mir irgendwie zu krass gerade. Die ist mir irgendwie zu krass. Machen wir das hier oben. Was machen wir denn für eine Farbe? Keine Ahnung. Das ist schön. Ja. Ja. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Dann vielleicht auch noch Lampen. Ich habe gesagt, ich wollte nur überall ein Bett reinstellen. Ne? Und jetzt bin ich schon wieder gefangen. Ich bin gefangen. Die finde ich schön. Oh, wow. Die ist super, super, super schön. Vielleicht so, wenn ich die ein bisschen schräg drehe. Und dann hier auch. Das ist doch nett. Ja. Ja. Aber die Farben. Die Farben wieder. Hier möchte ich auf jeden Fall den Ton aufnehmen. Ich kopiere mir das jetzt einfach mal kurz hier rüber. Und füge ich das hier ein. Hä? Das ist einfach ein komplett anderer Farbton. Was soll das denn jetzt hier gerade? Ich habe das doch gerade kopiert. Was? Okay, dann mache ich es halt manuell. Wie ich es hinkriege. Ja, geht. Einigermaßen. So. So ist okay. Bin ich jetzt schon zufrieden oder mache ich das hier weiß? Nee, komm, ich mache das weiß. Und das hier... Dieser Muschelteil ist zwar sehr cool, aber ich glaube, ich möchte das auch ein bisschen heller haben alles. So vielleicht? Das Braun ist mir auch zu dunkel irgendwie. Ich glaube, ich möchte das eher so ein bisschen ins Gräuliche. Ja, ja. Ja, so möchte ich das gerne. Ja, das ist schön. Das gefällt mir schon viel besser. Okay. Okay, ich verlasse jetzt erstmal das Schlafzimmer von Alba und Ture, weil sonst gehe ich hier komplett, sonst eskaliere ich hier komplett. Wobei, vielleicht drehe ich die doch nach vorne. Ich glaube, ich drehe die doch so nach vorne. Okay, oder? Nee, das war vorher schöner. Passt. Als nächstes haben wir... ich mache jetzt einfach mal kurz mit Finn weiter. Weil ich bei dem habe ich gerade schon das genaueste Bild so im Kopf. Oder so. Also kein genaues Bild, aber ungefähr. Oh, ich hab die IKEA-Betten wieder. Sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht machen wir hier das auch schwarz. Ja, ich finde das gut. Ich finde das sehr gut. Habe ich da einen passenden Schrank für daneben? Oder ich nehme einfach die hier. Ja, 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 ja. Also das ist so, mein persönlicher Geschmack ist es gar nicht. Aber, ich finde, es passt irgendwie zu Finn. So, wisst ihr, was ich meine? Und außerdem ist es auch so, dass Finn mich an meinen kleinen Bruder erinnert. Und mein kleiner Bruder hat so diesen Stil. Wahrscheinlich würde, wenn er jetzt das Video sieht, dann kommt er zu mir runter und sagt mir, dass das gar nicht stimmt. Aber in meinen Augen hat er diesen Stil, okay. In meinen Augen ist das so. Was haben wir denn jetzt hier für Lampen, die zu Finn passen? Die hier vielleicht. Aber da muss ich auch das Muster auf jeden Fall noch verändern. Weil das passt ja mal gar nicht. Aber so ansonsten finde ich die Lampe ganz cool, weil sie halt so einen modernen Stil hat. Das hier. Die Farbe ist natürlich hässlich, aber so theoretisch. Nee, ich möchte was mit mehr Textur. Das hier vielleicht. Aber ich glaube, ich werde die Bettwäsche auch noch anpassen. Aber so, die Lampen finde ich jetzt ganz cool. Aber die Bettwäsche, nee. Das ist ein No-Go. Das gefällt mir nicht. Nein.
Nein, 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 nein. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Ich nehme jetzt erstmal kurz das hier. Und weil ich möchte nämlich auch, dass hier so dieses Spannbetttuch ein bisschen... Oh, das können wir eigentlich auch blau machen, sodass es nicht so langweilig aussieht. Ja, das finde ich schön. Und jetzt, den Rest der Bettwäsche. Oh Gott, keine Ahnung. Ich habe keine Idee, ich habe gar keine Idee. Vielleicht etwas schwarz, aber das ist halt dann schon ein bisschen langweilig, ne? Oder? Wobei, ich finde das gerade eigentlich ganz geil. Ja, ja, so machen wir das. Perfekt, so, dann hat Finn auch sein Bett. Vorhänge kaufe ich jetzt auch erstmal noch gar nicht, weil, nee. Okay, dann Felix. Wo möchte ich denn Felix einquartieren? Ich glaube, den möchte ich hier vorne einquartieren. Und bei Felix möchte ich auch irgendwie so einen, eher so einen cleanen Style haben. Vielleicht machen wir da einfach hier mit diesem Malm, mit dem weißen Malm. Das finde ich ganz gut für Felix. Aber stelle ich das so hin oder stelle ich das so rum? Ich glaube, ich stelle das so. Ja. So, dann können wir hier auch einfach den Malm-Bettwisch... Bettwisch, ja genau. Betttisch? Nachttisch. Was ist mit mir? Was ist mit mir los? Dann hier noch ein paar Lampen. Oh, Basic-Ausstattung hier. Das hier ganz cool eigentlich, oder? Das ist für mich Felix. Das ist irgendwie cool, aber irgendwie auch clean und irgendwie so ein bisschen... Mir wäre es ein bisschen fast zu clean. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Alter, mein Zimmer... Auch alles ungefähr weiße Ikea-Möbel. Ja, dafür, die Unordnung sorgt bei mir dafür, dass es nicht so clean aussieht. Deswegen geht das. Und jetzt Frieda. Und Frieda ist echt schwierig. Frieda finde ich gerade echt schwierig. Das hier vielleicht. Das finde ich gut für Frieda. Das machen wir. Das machen wir. Ich hätte gerne so ein Baldachin für sie auch. Stellen wir das wie... Oh, nee, bei Frieda stellen wir das so hin. Oh ja, genau, so machen wir das. Ich hoffe, dass sie das dann trotzdem noch benutzen kann, wenn wir das so schief hier hinstellen. Ups. Und mit Nachttisch wird es dann halt auch ein bisschen schwierig, ne? Ich weiß auch nicht, wie wir das genau lösen. Und dann können wir so hinter das Bett, könnten wir... Was stellen wir denn da hin? Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus. Oder wir machen das nicht so ganz so vielleicht... Aber da müssen wir dann trotzdem noch irgendwas hinter das Bett stellen. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Ich weiß noch nicht. Aber ich finde das ganz cool, wenn es bei Frieda so ein bisschen unordentlich. Nicht unordentlich, aber so ein bisschen ungeordneter als bei den anderen ist. Weil Frieda ist ja auch so die Künstlerin in der Familie. Ne? Da kann das schon alles ein bisschen anders aussehen. Das ist eine schöne Bettwäsche. Wow. Ich kann mich gar nicht an diese ganzen Muster erinnern. Also an die Früchte schon, aber an vieles davon kann ich mich absolut nicht erinnern. Das ist auch schön. Oh, das finde ich voll schön. Ja, die möchte ich. Die gefällt mir voll gut. Die gefällt mir super gut. Und jetzt vielleicht noch irgend so einen ganz kleinen Mini-Nachttisch. Haben wir sowas? Habe ich die IKEA-Nachttische nicht mit runtergeladen, ne? Ja, schon. Mann, das ist traurig, aber ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt machen soll, dass ich die da hinstelle und es trotzdem noch begehbar bleibt, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich es doch gerade hinstellen, aber das stört mich gerade schon wieder super mega viel. Okay, dann machen wir es halt so. Ich könnte hier, zumindest diesen habe ich und den finde ich auch ganz schön. Das ist halt viel IKEA, ne? Ich habe halt auch nicht mehr viel Custom Content. Also ich habe nicht so eine große Auswahl, wenn ich Custom Content benutzen möchte. Und Custom Content ist halt oft einfach das Schönste, was man so im Angebot hat. Ne? Deswegen ist das jetzt einfach viel IKEA. Lustigerweise ist das genau mein Nachttisch. Genau diesen Nachttisch habe ich neben meinem Bett stehen. So. Ah ja, das muss ich jetzt wieder, das will ich jetzt wieder ein bisschen näher am Bett haben. Alles. Ja, jetzt kann ich das nicht mehr dazwischen stellen. Super. Aber so geht's. Sollte es gehen. Ja, perfekt. Danke, Move Object On. Bester Cheat der Welt. So, und jetzt brauchen wir natürlich irgendwelche coolen, fancy Lampen für Frieda, ne? Irgendwas, was sagt, ich bin ein Künstler. Keine Ahnung. Ich gebe schon wieder so viel
Unsinn von mir einfach, es ist traurig. Kerzen vielleicht? Oh, wo kommt das denn her? Abgefahren, warum habe ich das denn im Spiel? Keine Ahnung. Oh, okay. Ha, ich weiß nicht so. Ich kann mich gerade nicht so ganz entscheiden. Das hier ist irgendwie ganz cool. Ja, wisst ihr was? Wir nehmen das hier. Aber natürlich färben wir es anders ein. Gott, ich weiß gar nicht, wie lang dieses Video jetzt schon ist. Aber das hilft nichts. Ich brauche einfach hier gerade so lange. Was machen wir denn da für eine Farbe? Vielleicht so? Nee. Oder das hier, aber eher so in Rot, lila mäßig. So vielleicht. Das finde ich ganz nice. Und dann machen wir das hier aber weiß. Oh, das sieht jetzt am Ende mega kacke aus wahrscheinlich. So vielleicht. Ich finde das ganz nett. Ich finde das ganz nett. Das, ich möchte halt, keine Ahnung, dass dieser Raum auch nicht so mega zusammenpassend aussieht wie die anderen, sondern eher so ein bisschen zusammengewürfelt, so ein bisschen was hiervon, ein bisschen was davon, sehr bunt. Deswegen ist auch Frieda jetzt die Einzige, die einen Vorhang bekommt, habe ich gerade spontan beschlossen. Den hier vielleicht? Ah, aber da fehlt das Mittelteil und das stört mich so krass. Aber das wäre so perfekt. Oder gibt es da sowas? Hatte ich da nicht so mal irgendwie sowas ähnliches, was so als Mittelteil war? Das hier? Ah, das ist natürlich viel zu weit unten. Kann ich das... Kriege ich das so hin, dass es gut aussieht, ist die Frage. Und welche Farbe möchte ich überhaupt? Vielleicht blau? Nee. Nee. Oh Gott, das ist echt gerade schwieriger, als ich dachte, mit Friedas Zimmer. Oh boy. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nee, ich glaube, dass... Nee. Vielleicht nehmen wir doch einen Vorhang, der ein Stück ist. Da wird sich ja auch was Cooles finden lassen. Der hier, der ist nicht breit genug. Okay, was ist damit? Auch nicht breit genug. Dann wird es vielleicht am Ende... Oh, der ist auch nicht breit genug. Was? Als ob. Der. Okay, dann muss ich jetzt den... Oder, oh, das ist auch cool. Aber das ist auch nicht breit genug. Das hier... Oh, das ist cool. Ja, der ist es. Das ist er. Das ist der perfekte Vorhang. Noch nicht die perfekte Farbe. Und mir gefällt auch... Irgendwie gefällt mir jetzt gerade gar nichts mehr, was ich in diesem Zimmer habe. So, also... Die Lampen gefallen mir nicht mehr und die Bettwäsche gefällt mir gerade auch nicht mehr irgendwie. Da muss ich mir wohl jetzt nochmal Gedanken machen. was nehmen wir denn? Ich meine, ich will jetzt hier natürlich auch nicht zu sehr ins Kitschige ausarten, weil Frieda hat ja einen Freund. Vielleicht so. Das ist doch nett. Und der soll auch bald bei uns einziehen. Der Barschi. Genau, Barschi hieß er. Und deswegen möchte ich jetzt... Er muss natürlich dann auch irgendwo in diesem Zimmer mitwohnen können. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu krass jetzt hier gleich eskaliert. Das ist geil. Das finde ich super nice. Oder das, was wir gespeichert hatten, das hier in ein bisschen mehr ins Rötliche. Oh ja. Das finde ich gerade mega gut. Das speichere ich mir jetzt erstmal. Und dann noch die Lampen. Also Barschi muss hier halt auch irgendwo mitwohnen, ne? Ja, komm, wir machen jetzt hier einen bunten Mix. Und dann wird es... Das ist komplett crazy gerade. Aber irgendwie ist es auch cool. Ich finde es irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich gefällt es mir dann bald schon wieder nicht mehr. Aber das lassen wir jetzt erstmal so. Okay. Dann haben wir jetzt Frieda, Felix, Alva und Ture. Und hier oben Finn. Oh, Finns Zimmer finde ich schon geil. Finde ich schon gut. Und dann... So, wir haben jetzt noch 8000 übrig. Die Frage ist, was stellen wir mit den 8000 jetzt an? Ich kaufe jetzt hier nochmal eine Lampe und tue die ins Wohnzimmer. Hello, excuse me. Die hängen wir jetzt mal hier hin. Was mache ich denn jetzt mit meinem restlichen Geld? Ich weiß nicht genau, was jetzt noch wichtig wäre, to be honest. Weil so ein Sofa brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Aber wir kaufen trotzdem eins, weil dann können sie da sitzen und vielleicht ist sogar noch ein Fernseher drin. Die Frage ist nur, welches Sofa? Welches Sofa? Ich will ein IKEA-Sofa. Warum habe ich keine IKEA-Sofas mehr?
Nebula ist halt auch schön, ne? Aber passt nicht so ganz in den Stil, finde ich. Die Wiege der... Nee. Ich will ein Ikea-Sofa haben, einfach. Was ist, oh, das ist süß irgendwie. Das ist irgendwie süß. Das ist so schwierig. Schon wieder. Oder das hier. Das ist doch süß. Gibt es da auch den passenden Sessel dazu? Dann würde ich das nämlich irgendwie so hinstellen. Und dann, wenn es hier doch die passenden Sessel gäbe... Das ist der hier, glaube ich. Ja, das... Ja, ja, ja. Ja, wunderschön. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Muss sie nur noch ein bisschen drehen und natürlich die Farbe anpassen. Das wird jetzt nochmal eine Herausforderung. Was nehmen wir da? Oh. Das ist gar nicht so schlecht. Machen wir das einfach so cremefarben vielleicht? Aber die Textur gefällt mir noch nicht so ganz. Aber ich kopiere schon mal jetzt diesen Farbcode. Und dann schauen wir mal, was wir hier im Angebot noch haben. Nee. Oh, das ist ja abgefahren, okay. Wie sieht das denn dann aus, wenn ich hier die Farbe einfach reinkopiere? Okay, sieht man nicht mehr. Sieht aber gut aus. Sieht aber gut aus. Ich glaube, das nehme ich. Ich glaube, das nehme ich. Dann übertrage ich das noch kurz auf die Sessel. Soll ich das Kissen eine andere Farbe machen? Nee, komm, ich lasse das erstmal so weiß. Das gefällt mir irgendwie. Oder wir machen die Kissen blau. Aber wenn, dann eher so ein bisschen helleres Blau. Nochmal das hier. Ups, das war das Falsche. Nein! Machen wir mal, also jetzt diese Textur, aber mit Blau. Und heller. So ein bisschen mehr... So vielleicht? Schwierig. So? Nee, das ist zu sehr ins Türkise. So ist gut. Ja. So kann ich damit erstmal leben. So, und jetzt die Stunde der Wahrheit. Ist noch ein Fernseher drin? Ja, es ist noch ein Fernseher drin, damit die sich auch mit irgendwas beschäftigen können. Okay, welchen nehmen wir denn? Ich glaube, wir nehmen einfach den da. Weil die ganz teuren Wandfernseher sind noch nicht drin. Aber das muss natürlich auch alles, das muss natürlich alles zusammenpassen. Ich liebe es, dass ich das tun kann in Sims 3. Ich liebe es so sehr. I love it so much. Dann machen wir das vielleicht so. Ja, finde ich schön. Aber sind wir jetzt so nah am Fernseher dran? Nee, das geht eigentlich klar, ne? Dann hätte ich gerne aber hier noch einen Teppich. Damit das alles so ein bisschen abgeschlossener aussieht. Was haben wir denn für Optionen? Großer, kluger Kaufmann-Teppich. Nee, lauschiger Teppich. Der ist voll süß. Oh mein Gott, der ist voll süß. Passt der hier rein? Eigentlich schon, oder? Der passt schon rein. Der hat auch so diesen Landhaus. Aber ich möchte... Nee, nee, das ist mir zu viel Landhaus. Ich nehme den hier. Oder den. Nee, den länglichen. Den länglichen. Und dann färben wir den ein. Habe ich da schon was eingefärbt? Ja, das hier. Nee, aber das gefällt mir nicht. Ich möchte hier einen relativ simplen Teppich. Und ich habe auch schon im Kopf mit was für ein Muster. Mit nämlich... Mit nämlich diesen. Aber in einem helleren Grau. Ja. 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 Weil das bringt dann hier nochmal, finde ich, so ein bisschen sowas Modernes, Minimalistisches rein. In diesen ganzen, in dieses ganze Landhausgewusel, das ich jetzt hier reingebaut habe. Ja. Ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich finde, bis jetzt ist es echt schön geworden. Vielleicht muss ich irgendwie später noch ein bisschen mehr Lampen reinbauen, aber das werden wir dann alles sehen. Aber ich glaube, bisher haben wir das alles ganz gut gelöst und haben jetzt sogar noch 3000 übrig. Das heißt, was ich jetzt noch ganz kurz machen werde, ist Blumenbeete anlegen für Alva, damit wir dann gleich anpflanzen können. Und wie gesagt, wir werden auch noch später ein Gewächshaus kriegen. Nein, meine Lieblingszäune sind weg. Okay, dann gibt es erstmal keinen Zaun. Wir werden später noch ein Gewächshaus anlegen, aber fürs Erste muss das jetzt, wird es jetzt mal einfach so ausreichen müssen. Dann machen wir jetzt einfach mal hier ein Blumenbeet. Und
so? Oder sind die dann zu weit auseinander? Nee, ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist okay. Mache ich da jetzt einfach noch kurz Erde hin. So, Nummer 1 und Nummer 2. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausreicht. Oder ob die zu klein sind dann. Ah ja, komm, und wenn wir schon dabei sind, dann machen wir jetzt so eine Art zweite Terrasse noch hin. Komm, das können wir jetzt auch noch verschmerzen. Das machen wir jetzt so. Und dann hier, damit wir das nicht wieder überfärben. Wahrscheinlich überfärbe ich es jetzt trotzdem. Das ist super bitter. Aber egal. Dann nehmen wir jetzt einfach nochmal dieselbe Textur wie vorher. Diese, wie heißt das? Graue Steinfliese. Sehr kreativer Name. Die machen wir jetzt hier nochmal hin. Und dann haben wir hier schon mal so ein kleines Kräutergartenareal. Das finde ich sehr schön. Und ich brauche dringend meine Lieblingszäune wieder. Die sind nämlich mega, mega hübsch. Okay, passt. Okay, ja. Ich finde... Oh, hier fällt mir gerade noch was auf. Da ist keine Wandfarbe. Das geht gar nicht. Jetzt verlege ich das innen hier auch noch. Einfach nur, damit ich das Gefühl habe, dass es einigermaßen abgeschlossen ist. Ist das bei den anderen Treppen auch so, dass da die Farbe fehlt? Also hier nicht. Bei der hier wieder schon. Und bei der ganz vorne auch nicht. Okay. Leute, wir sind erstmal fertig. Wir haben auch fast unser gesamtes Geld verbraten. Fast unser gesamtes Geld verbraten. Aber dafür sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Wir können jetzt weiterspielen. Eine weitere Folge der Faulapfelbaum-Challenge kann ich jetzt aufnehmen. Und ich bin mega happy, wie es geworden ist. Also es ist natürlich noch nicht fertig. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch ein Gewächshaus zu bauen. Ich hätte gern einen Pool im Garten, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin super happy, wie es aussieht. Ehrlich gesagt, ich bin super happy. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Wie gesagt, oder habe ich das schon gesagt? Ich glaube, ich habe das noch nicht gesagt. wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, irgendwelche coolen Ideen, was wir noch hinzufügen können, schreibt mir das gerne. Ich werde versuchen, das umzusetzen. Und dann war es das erstmal für diese Let's Build-Miniserie. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, lasst mir gerne Kommentare da, was ihr denkt, wie es euch gefällt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auch natürlich einen Daumen nach oben da, weil das freut mich sehr. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch keine Abonnenten seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.